Es ist zwar erst 10 Uhr morgens, aber die Sonne strahlt schon unerbittlich. Dachdeckermeister Tino Meritz ist ihr näher als die meisten Leute. Doch hier oben auf dem Dach gibt es kaum Möglichkeiten, sich vor den fast 40 Grad heißen Strahlen zu verstecken. Da hilft mir zum allerersten mein Hut, viel trinken und ansonsten halbe Stunde, Stunde arbeiten und dann geht's ab in den Schatten. Sonnenbrand habe ich noch nie gekriegt. Ja, so ein Hut scheint auch einiges abzuhalten. Doch ein Vorteil hat die Arbeit in der Höhe. Die Sonnenbank kann sich Tino sparen. Aus luftigen Höhen geht es jetzt tief unter die Erde. Denn Andreas Müller arbeitet in einem Bunker. Genau genommen in einem Bunkermuseum. Hier gibt es allerhand NVA-Geschichte zu sehen. Und das Besondere, viele der Sachen funktionieren auch. Für Andreas Müller ein toller Arbeitsplatz, um der Hitze zu entfliehen. Zu Hause schwitzt man furchtbar und hier hat man sehr angenehme Temperaturen. Von 18 Grad bis 11 Grad kann man sich heraussuchen. Und in der Etage hält man sich dann halt auf und bringt hier wieder was in Ordnung oder baut einen neuen Artikel ein. Und das ist dann schon sehr entspannt. Ein Stockwerk tiefer wird es dann noch einmal kälter. Und hier unten hat man das Gefühl, als würden die Wände näher kommen. Wir betreten jetzt den Ruheraum des Objektes. Die Höhe ist etwa 1,50 Meter. Hier hat im Einsatzfall die gesamte Truppe geruht. Man sieht, einer ist vergessen worden. Der liegt heute noch hier. Früher waren hier etwa 30 Grad. Und heute kann man sich schön kühl ausruhen bei ca. 11 Grad. Na dann, süße Träume.